House of Justice ist ein Kunstprojekt für Menschenrechte. Hier in der Weststadthalle Essen kann man sich jetzt 2 Tage lang die Ergebnisse der verschiedenen Workshops zum Thema Menschenrechte angucken. Das Projekt hat von August bis Dezember sozusagen eine Workshop-Phase, wo sich Gruppen entweder aus Schule oder auch Jugendgruppen melden können und kann sich ein Thema aussuchen, was mit Menschenrechten zu tun hat und auch eine Methode. Während des Zeichnens, des kreativen Gestaltes ist man nochmal so ganz bei sich halt und das ist dann einfach eine gute Methode, um Themen auch emotional zu verankern. Und wenn man hier durch die Räume geht, sein Bild sieht und Rückmeldung von anderen Menschen bekommt, ist das natürlich auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung für die teilnehmenden Künstlerinnen. Ich habe eben diese 2 Bilder im Rahmen dieses Projektes dann auch gefertigt und durfte den dann auch hier ausstellen. Es ist einmal der Wunsch eben auf ein sicheres Zuhause, auf einen Ort, auf einen Schutzraum, in dem man Energie sammeln kann, in dem man zur Ruhe kommen kann. Deswegen eben die liegende Person mit dem friedlichen Gesicht, eben dann die Suche nach einem sicheren Ort oder nach dem inneren Sein in sich selbst. Und das ist eben dieses Bild, was halt passiert mit einem, wenn man das Gefühl hat, man hat keinen sicheren Ort mehr. Ich finde die Ausstellung gut. Ich finde das richtig, richtig toll, dass das gemacht wird. Wie bringt man so schwierige Themen an die Jugend heran oder an die Menschen insgesamt? Und ich finde, Kunst ist einfach ein wahnsinnig tolles Medium, um da eine Auseinandersetzung zu finden, die mit Worten vielleicht einfach gar nicht möglich ist. Ganz ehrlich, ich bin nach wie vor echt noch sprachlos, was hier alles passiert ist oder was letztendlich auch produziert wurde. Wir laden alle ein, irgendwie mit uns künstlerisch kreativ zu werden und letztendlich gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aktiv zu werden, da in Austausch zu gehen. Und das, was entstanden ist, ist unglaublich besonders und dem auch den Raum zu geben, irgendwie, dass es von mehr Menschen nicht nur in Essen irgendwie wahrgenommen wird, das wäre nochmal so ein Anliegen, wo wir, glaube ich, alle zusammen aktiv werden müssen.